Hallo, ich grüße euch total und recht herzlich. Tun wir so, als wären wir bei TikTok. Wir sind jetzt hier bei TikTok und ich beantworte die Fragen, die ihr mir so gestellt habt. Das ist natürlich jetzt YouTube, okay. Aber wir tun so, als wären wir bei TikTok. Yes. So, ich bin jetzt kein Freund. Ich meine, ich mache gerne Spaß. Aber wir sind bei TikTok. Ich hänge das mal hier so dran. Da ist so ein Bügel. So, TikTok, ist klar. Wenn man dann live ist, hey, grüß dich. Ja, danke für Kreuzweg machen. Danke, danke. Na, das ist TikTok. So, danke fürs Kreuzweg machen. So, ihr habt Fragen gestellt, ich antworte. So, Medienhaus ist ein Haus, wie ihr merkt, macht man Medien. Medien könnte sein Dr. Chivago, da müsste ich so machen, könnt ihr gucken, oder Harry Potter, na, Harry Potter, oder natürlich Vom Winde verweht. Na, also es waren schon so ein paar Klassiker. Habe ich da noch einen? Ja, hier so ein Daniel Steel, Herzschlag. Für Herzschlag. Ha! So, viele von euch haben gefragt, ja, wir sind Ultra HD Web TV, Ultra HD Web TV, ja, wir überspielen eure Filme, ja, wir schneiden eure Filme, ja, also wir machen das, was ihr gerne hättet, haben wollt. Ihr habt mich halt gefragt und ich sage, ja, machen wir. So, wir haben seit 2020 so eine Art Pandemie, deswegen habe ich auch diese Lappen vom Mund getragen, also die sogenannte Filtertüte. So, wenn man so einen Videoclip macht, so wie ich jetzt, und bemerkt, dass die Welt sich verändert hat, also der Mensch hat sich verändert, der Bürger hat sich verändert, das Verhalten des Kunden hat sich verändert, alles hat sich verändert. Wenn ich in einen Euroladen gehe, zahle ich keinen Euro mehr, sondern 1,10 Euro oder 1,30 Euro. Dann frage ich mich, warum steht dann da oben ein Euroladen? Das ist Pandemie. So, wir haben Zahlungsbefehle aus dem Jahr 2018, 0 Euro Gewerbesteuer. Und weil wir 0 Euro Gewerbesteuer nicht bezahlt haben, müssen wir jetzt 300 Euro Verzugszins zahlen. Da hat man natürlich mal nachgefragt, wie kommt es, wenn man nicht zahlen muss, dennoch Strafe zahlen muss. Diese Frage wurde beantwortet, indem man jetzt 600 Euro bezahlt. So, dann hat man sich natürlich mit Richtern darüber unterhalten. Verwaltungsrecht, ist klar. Da meint er, bezahlen. Mach, ist okay. So sieht's aus. Das ist Corona. Corona ist ein wirtschaftlicher Angriff auf jedes Portemonnaie. Der um die 9,18 Euro verdient, hat im Endeffekt, wenn er alles bezahlt hat, 2,49 Euro über. Das ist kein Scherz, das ist Statistik, das ist irgendwie ausgerechnet worden. Ergo hat er, also er arbeitet, ja, hat eine 40-Stunden-Woche, kriegt da seine 9,18 Euro, hat nachher weniger wie einer, der Hartz IV hat. Muss natürlich sofort gesagt werden, ist klar. Damit man diese Gruppe da auch direkt angreift. Also wir haben im Moment einen Cyberspace-Angriff. Jeder greift jeden an, auch in Arbeiter, wo das Wasser gestanden hat, geht es so richtig zur Sache. Da haben sich auch einige eingeschlichen. Also irgendwas stimmt nicht. So gefühlt ist 2020 bis 2045 gefühlt wie vor 100 Jahren 1920 bis 1945 gefühlt. Warum mache ich so ein Video? Ich mache so ein Video, weil mir auffällt, hier stimmt was nicht. So. Natürlich habe auch ich Aggressoren, möchte gern Kapitalisten, möchte gern Faschisten, möchte gern Antifa, möchte gern Querdenker, möchte gern. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen der Selbstständigkeit, ich bin genauso arm dran wie ihr, ist halt so. Ja, ich muss für nichts, für gar nichts, muss ich trotzdem Steuern zahlen, damit die Stadt Essen, da wo ich herkomme, ja, den Sack voll kriegt. Ist genial gemacht. Da wir Selbstständigen
uns nicht zusammentun können. Das geht halt nicht. Wir Selbstständigen können uns nicht zusammentun. Und deswegen muss jeder für sich kämpfen. Deswegen ist er ja selbst und ständig. Okay, das ist die Einleitung. Wir tun so, als wäre ich bei TikTok und ich beantworte eure Fragen. Natürlich könnte ich jetzt live gehen bei TikTok, aber seid mir nicht böse. Da sitze ich ja dann ganz viele Stunden und rede zwar mit euch. So mache ich einen Videoclip. Dauert auch, das ist richtig. Ich bearbeite es, ist auch richtig. Aber ich kann da ein bisschen mehr machen. Ne? So, was ich bei TikTok jetzt nicht könnte. So, ihr seht hier die Restanten von Star Wars, es war einmal. Wenn ich, ja, ihr seht das lachende Gesicht noch von Hans-Joachim Felmy, Tatort der 70er Jahre, war auch eine tolle Geschichte. So, wir können uns hier im Cinema-Bereich, Medienhaus Nordrhein-Westfalen, können wir uns natürlich über Filme unterhalten. Ich habe natürlich gerade noch mit einem Filmkollegen gesprochen. Der macht Komparserie und so, das ist der Frank Wendler, nicht der Frank Wendler, sondern der andere. Und dann habe ich noch andere Komparsen, dann habe ich auch so einfache Schauspieler, die mal im Fernsehen zugegen waren, in kleinen Minirollen, Prashant, Ariane und so weiter. Ja, es gibt da RTL, es gibt RTL 2 und natürlich Cobra 11. Habe ich natürlich jetzt weggenommen, weil Cobra 11 nicht mehr gibt. So, Erdogan Atalay ändert um. Ich habe auch die Kluft nicht an. Ich habe sie jetzt aber nicht rausgesucht. Die werden jetzt zu 50% billiger verkauft, die Sachen. Also im Moment wird es kein Cobra 11 geben. Ich habe gerade die Statistik bekommen. Ist noch nicht, also sie ist nicht so angelaufen, wie RTL sich das gedacht hat. Vielleicht hilft ja, wenn meiner einer jetzt sagt, Cobra 11, können wir darüber reden, ja oder nein. Den Fanclub habe ich euch auch vorgestellt. Ja? Ich meine, ich habe sie ja alle hier. So, sie kommen vorbei, ich unterhalte mich mit denen. Ob die drei von der Bank, ja, in Ostfriesland, ja, die sitzen zwar auch auf der Bank, sind aber nicht die drei Ostfriesen. Ne? Ja. Ich meine, der Film war auch klasse, wer den noch kennt. So, wir sind halt eine Filmgesellschaft hier. Und Fotogesellschaft und natürlich dienlich als Kopienhaus. Hier kann man Kopien machen, Scanning habe ich euch auch gezeigt. Ich habe für den Anwalt alles gescannt, eingelesen, auf einen Stick gepackt und er kann da jetzt damit arbeiten. So, demnächst drehe ich auch mit ihm. Ihn könnt ihr dann sehen, ob ich das nennen darf, weiß ich nicht. Ja, so, Dr. Dead. Mut zur Lücke durfte ich, deswegen habe ich es gesagt, Dr. Dead, Mut zur Lücke. Die Dreharbeiten dürft ihr euch anschauen, also nicht unsere Dreharbeiten, sondern das Endprodukt. Das, was Dr. Dead euch auf den Weg gibt. Über 30 Jahre Zahnarzt, ja, über 30 Jahre Leidenschaft, Zähne zu erhalten und sie nicht zu ziehen. Er weiß, wovon ich spreche. Das ist okay. Ja, wenn man da mal eben 4 Zähne gezogen bekommt, ist das nicht so einfach. Und dann muss man trotzdem noch einige Sachen machen. Ne? Ja, ist halt so. Ja, das Leben ist nicht... Ja, okay, das Leben ist kein Zuckerlecken mehr, ist klar. So, denkt dran, wir sind hier bei TikTok. Jetzt seht ihr das zwar bei YouTube, aber TikTok kennt ihr ja. Ne? So, hier, ich meine, ich fand ihn sehr knuffig. Ich verkaufe ihn ungern. Der hat 25 verschiedene Sachen macht er. Ja? So. Dann habe ich ihn nochmal als eine abgespeckte Version. Der macht ja keine 25, ein bisschen weniger. Ja, also. Aber ich vermute, er macht doch ein paar mehr Geräusche. Ne? Ja, zwei Geräusche macht er. Quietschende Geräusche. So, da gibt es den Darth Vader noch, der ein bisschen röchelt. Ich weiß nicht, ob nach so vielen Jahren er röchelt. Ich muss immer gucken wegen dem Licht, damit das nicht so blendet. Dass er die Power hat auf der Dark Side, das ist mal klar. Also er hat zwei Knöpfe. Also, Lichtschwert müsste angehen.
Das gute Stück ist aus den 70ern. Dass da die Batterie langsam zu Neige geht, ist klar. So ein langes Video will ich gar nicht machen. Ich möchte mich einfach nur mal vorstellen. AWA Movie Filmproduktionen, Moviehouse und so weiter. Viele haben mich gefragt bei TikTok. Ultra HD Web TV, was ist das? Einfach mal googeln. Die Website sagt, was das ist. So, wir haben Pandemiejahr, wir müssen Mülltüten tragen. Ich kann sie ja nochmal aufsetzen. Ich habe mir diese witzige ausgesucht. Die ich jetzt aus Versehen, weil ich drauf gesprochen habe, ist sie natürlich jetzt anders geworden. Ist klar, mal gucken, wo ich noch alles habe. Ja, die habe ich ja auch noch. Ne? Also ich habe verschiedene Variationen, wo ich das ändern kann. Natürlich könnte ich jetzt auch ein Lightman werden. Müsste ich gucken, hier überall Lämpchen und dann als Lightman irgendwelche Auftritte machen mit Lasern und so weiter. Müsste ich aber einen finden, der mir das hier irgendwie annäht, damit ich damit arbeiten kann. Weil sowas kann man nicht mal eben um die Ecke kaufen. Mal gucken, was wir noch alles haben hier. Ja, jetzt haben wir ihn hier. Also, ich könnte jetzt eine neue Show machen, The Lightman Show. Und wenn euch das gefällt, würdet ihr das gucken bei TikTok. Ne? TikTok. So, ich versuche da wieder hinzukommen, wo ich war. Nämlich bei dem Mund, der mir wirklich gefallen hat. Die Dinger gehen so. Ja, kann man auch nehmen, so ein Teufelchen. Ja, da ist er wieder, da ist der Mund. Ja, so dann, wie ich angefangen habe, ende ich jetzt auch mit diesem hier. Das Lustige an der Geschichte ist, dass die Brillen beschlagen. Ich hätte jetzt eine andere nehmen können. Ich brauche aber eine Brille, sonst sehe ich euch nicht. So, das Medienhaus Nordrhein-Westfalen begrüßt euch total recht herzlich. Ich wünsche euch wirklich alles Gute. Das ist so ein Einsteigevideo in das Jahr 2020. Nein! Das ist ein Einsteigevideo oder ein Mittevideo, denn 6 Monate, 7 Monate sind vorbei. Wir sind im 8. Monat des Jahres 2021. Wir hatten eine Pandemie, wir haben immer noch eine Pandemie. Wir hatten Hochwasser, wir haben immer noch Schäden aus dem Hochwasser. Es ist und es bleibt hart im Moment. So, wir haben Corona, wir müssen mit Corona leben. Ist halt so. Kann jeder denken, wie er will. Ich wiederhole mich. Wo man früher 1 Euro bezahlt hat, zahlt man jetzt 1,30 Euro. Ha! So, wir hier sind immer noch geblieben, wie wir sind. Ja, und müssen uns trotzdem beleidigen lassen. Wir werden zu teuer. 20 Cent. 20 Cent wäre noch zu teuer. Woanders zahlt man für das Gleiche 50 Cent. Da sagt keiner, sie wären zu teuer. Nein. Also, wir müssen uns beleidigen lassen, wir müssen uns viel anhören, wir müssen uns belügen und betrügen lassen, wir müssen uns besprühen lassen, meine lieben Freunde, wir müssen gar nichts. Wer das alles sagt, zu teuer, besprühen und all solche bösen Sachen da und wer uns auf den Senkel geht. Ne? Noch einmal, wir arbeiten hier für die Staatsanwaltschaft, für die Richter, Polizei, das ist die Ecke, dafür arbeiten wir, das ist halt so. Und hier haben wir die Künstler aus allen Sparten. Deswegen hatte ich euch ja auch sowas gezeigt. Diese Damen und Herren sind hier, sind hinten im Studio und dann wird alles gemacht, was da so gemacht werden soll. So, das sind die. Und in der Mitte sind alle Bürger aus allen Facetten, aus allen Himmelsrichtungen, allen Sprachen. Ich muss schon mit Händen und Füßen manchmal Fragen und Antwort geben. Ja, also ist halt so. So, wir sind hier in der Industrie 4.0. Jetzt versuche ich das Ding mal wirklich loszuwerden. Ja, so, ich habe es geschafft. Puh. So, wie gesagt, ich habe hier so ein Hängelchen, da hänge ich es an. So, wir sind Industrie 4.0. Ihr seid hier mitten in einem Phone. Ihr könnt hier WhatsAppen, Facebooken, YouTuben, TikToken. Ne? Ihr könnt jetzt Internet rein, raus, Mickey Maus, ihr könnt Bewerbungen, Schnitt, ja, Aufzeichnung, ja, Vervielfältigung, ja, eigene Produktion, ja, so wie ich jetzt für die Rechtsanwälte ihre Videoclips mache, weil ich habe hier auch noch Betriebswirte, Buchhaltung, staatlich geprüfte Buchhaltung, Betriebswirte, Steuerbaros und so, und die brauchen halt auch
Videoclips. So. Es gibt natürlich welche, die alles selber machen. Diese Herrschaften möchten es gern professionell haben. Die genannten Bürgerschaften da machen ihre eigenen Videoclips auf ihre Art. Und hier die Klientel ist klar. Ja, die Welt der Künstler, da müssen wir ja richtig arbeiten. Ja, die wollen ja wirklich tatsächlich, und einige von euch, viele von euch TikToker, ihr bringt das ja schon. Ja, ihr macht da, ja, nicht schlecht, aber das hier, die hier wollen aber Geld verdienen. Ja, also Künstler wollen Geld verdienen und diese hier wollen, keine Ahnung, die verdienen ja Geld, sind ja Staatseigentum, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Kripo-Beamte, Beamte selbst, Ordnungsamt, wie die alle so heißen. Warum? Ich habe einen Ordnungsbeamten, der läuft halt gerne rum wie der Hulk und trägt das Kostüm. So, und dann möchte er natürlich Fotos haben, professionelle Fotos. Also machen wir professionelle Fotos. Ne? So, das sind wir. So, jetzt habe ich mich hier einmal geoutet. Ich habe einmal gesagt, Hallöchen, hier in Nordrhein-Westfalen an der A40, zweimal abbiegen, seid ihr hier. So, wir sind halt dafür da. So, wir sind eine Menge. Meiner einer ist AWR Movie, der steht hier vor der Kamera, er steht auch vor und er macht das Ganze. So, und da müssen wir jetzt durch und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den August. Ich hoffe, ihr habt alles gut überstanden. Ich möchte mit diesem Theater Corona nichts, wirklich tatsächlich nichts. Ich habe unterschrieben, den Mund zu halten seit dem 13. März 2020 und ich halte den Mund. Ich möchte damit nicht, gar nichts. Ich gebe auch keine Antwort darüber. Ich weiß nur eins, es ist traurig, dass es so gemacht wurde. Es ist traurig, dass wir solche Politiker haben. Es ist schon traurig, dass wir hier so eine Art Cyberkrieg haben. Dass hier wirklich tatsächlich im Cyberwar tatsächlich das Ganze sich abspielt und hat nichts, aber auch gar nichts mit der Realität etwas zu tun. Aber das ist ja hier. Hier ist nichts real, das ist Kino, das ist Theater, ja, das ist Kunst. Ich hatte, glaube ich, in einem Video das auch gezeigt. Diesen Film hier, den ich jedem empfehlen kann, der ist sehr nett. Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe war ein toller Film. Ja? Und dann habe ich ja noch so einen Film gezeigt. Ich weiß nämlich nicht, in welchem Videoclip ich das untergebracht habe. Das ist hier The TV Set. Und The TV Set passt zu uns, denn wir sind ein Set. Hier ist ein großes Set, wo ihr selbst vor laufender Kamera arbeiten könnt, wo ihr selbst eure Videoclips machen könnt und so weiter und so fort. Und wir natürlich im Auftrage das für euch auch machen können. Also umsonst geht es leider nicht. Ja, ich sag ja, ab 20 Cent eine Kopie kann wirklich nicht teuer sein. Das geht überhaupt nicht. Na? So, das war's. Ich bedanke mich für die TikToker. Irgendwann mache ich mal ein TikTok live, ja, irgendwann, wenn ich Zeit habe. So, im Moment habe ich leider keine Zeit. So, ich finde es hochgradig interessant, dass unsere Weltwirtschaft pleite ist. Ich finde es hochgradig interessant, dass diese Weltwirtschaft sich Corona ausgedacht hat, um an unser Geld, aller Gelder zu kommen. Sie ziehen es auch gnadenlos durch. Ja, ich habe dieses Video gemacht, auch in der Prämisse von Corona, weil wir, wie gesagt, angegriffen werden. Jeder einzelne von uns wird angegriffen und jeder von uns muss da durch. So, und da wir Selbstständigen keine Lobby haben, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal so ein Video. Derjenige, der sich genauso fühlt, weiß, er ist nicht alleine. Keiner von euch ist alleine, wirklich nicht. Keiner. Na, aber nur mal Cobra 11 Fan ist oder auch nicht und eigener Fan ist oder überhaupt von irgendjemand hier so ein Fan ist von solchen Filmen, ja, gegen jeden Verdacht erhaben hier, ihr wisst Bescheid, ist halt. Wir können also über Filme reden, wir können Filme selber machen, da muss das Geld natürlich stimmen im Green Room und so weiter und so fort. Ich freue mich auf das Jahr 2022, weil da wollten wir nochmal so eine Oldtimer-Geschichte machen, weil überall die Oldtimer leider geschlossen sind. Wir kommen nirgendwo hin. Ja? Ist halt so. Auch dieses Freie. Hier in Köln gibt es ja auch ein freies. Auch zu, kommen wir nicht rein. RMC-Studio kommen wir auch nicht rein. Ja?
Action-Konzept ist auch. Versucht auch mal eine E-Mail, kriegst du keine Antwort. Es ist halt so. Wir sind momentan alle für uns selbst und alleine. Und wem mein Video jetzt hier gefallen haben sollte, ist eine. Also denkt dran, das war jetzt so eine Art TikTok. Bei TikTok spricht man, unterhält man und dann gibt man Antwort, weil da ja aufläuft. Ne, die Fragen auflaufen. Und so habe ich es halt jetzt mal für. Genau, seht ihr? Ah ja, das ist mein Kollege nebenan. Der hat mir da ein Foto geschickt, das schaue ich mir aber da hinten an. Ne? So, das meine ich. Das ist TikTok, das war jetzt WhatsApp und so weiter. Also, herzlich willkommen hier auf der Datenautobahn, Datenhighway, als Kiosk Mitzuhilfenahme von Maschinen. 1969 als Kind ausgedacht, 1979 auf die Welt gebracht. Und jetzt im Jahre 2021 in einem riesengroßen Fragezeichen auf der sogenannten Cyber-Titanic, dem Untergang geweiht, ist halt so. Tja, da haben wir halt eine Notfallöffnung, ja, wegen Pandemie und ja, ich könnte mir ja jetzt das hier reinziehen. Die Bibel. Ich könnte mir jetzt die Bibel reinziehen. Ja? Da, komplett. Die komplette Bibel könnte ich mir jetzt reinziehen. Das Alte Testament, das Neue Testament. Hammer. Echt Hammer. Ja? Ist schon Hammer. Ist wirklich. Da spielen natürlich große Größen mit. Wirklich ganz große Größen spielen da mit. Ich kann ja mal gucken, ob ich einen zum Lesen kriege hier. Ben Kingsley, Dennis Hopper, Monica Bellucci, Max von Sydow, Moses Abraham, König David, spielen die. Ha! Okay, könnte man. Ja. Vielleicht mache ich mir das mal zu Weihnachten. Ja, warum nicht? 3 Tage Weihnachten, ja, kann ich mir lieber reinziehen. Jesus Christus, super, so Alte Testament, Neues Testament. Okay, das war's. Es hat gepiept, ihr habt gesehen. Ja, und jetzt gehe ich mal gucken, was er mir da so geschickt hat, mein Kollege nebenan. Das war TikTok, hier live gemacht bei YouTube, hier in the Hall of Medienhaus Nordrhein-Westfalen, wo wir für euch zuständig, ja, wir sind für euch zuständig, denn wir sind eine Dienstleistung. Und das war's.